Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 1. Und wir haben das spielbare Intro durchgespielt und haben auch den Sicherheitskurs oder den Obstacle-Kurs, Hindernis-Kurs-Parcours geschafft vorher. Und jetzt ist hier alles kaputt. Und wir sind schuld. Wir haben nämlich die Probe da reingeschoben in dieses Gerät. Profi. Pfiss. Das haben die natürlich nicht überstanden. Kann ich hier aufmachen? Nun gut, zumindest geht die Tür auf. Noch ein Toter, der versucht, ihn wieder zu beleben. Ich will ganz schnell nochmal, das hätte ich jetzt eben zwischen den Folgen machen sollen. Was habe ich mir gedacht? Schnellspeichern bin ich gewohnt auf F5 und da fliegt ein Gehirn. Das übrigens in der deutschen Version früher nicht so. Die war nämlich zensiert. Da sind höchstens irgendwelche Zahnräder geflogen. Ah, unsere zwei Freunde. Warum haben Sie bloß nicht auf mich gehört? Wir haben versucht, Sie zu warnen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals eine Resonanzkaskade sehen würde. Und schon gar nicht, dass ich selbst eine verursachen würde. Freeman, Sie leben noch. Im Himmel sei Dank für diesen Schutzanzug. Ich habe Angst, ihn zu bewegen und alle Telefone sind tot. Sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen und sagen Sie irgendjemandem, dass wir hier unten festsitzen. Sie werden mich brauchen, um die Retina-Scanner zu aktivieren und auch der Rest des Teams wird Ihnen mit Freude helfen, da bin ich mir ganz sicher. Schauen Sie sich das bloß mal an. Was ist das? Wahnsinn! Mit meinem Gehirn und Ihren Muskeln werden wir ein exzellentes Team abgeben. Ich danke, ich bin auch theoretischer Physiker. Diese Viecher machen mir Angst. Oh nein. Oh nein. Oh. Okay. Schnell durchrennen, während der Strahl weg ist. Speichern. Ja. Oh, das greift an. Schnell weg hier. Okay, mal gucken, wie sich der Laserstrahl bewegt. Ich will nicht in ihn reingeraten. Laser sind gefährlich. Das waren sicher teure Computer. Okay, der geht. Okay, und da haben wir das Pattern. Da hat er den Mann zerschnitten. Oh. Die ikonische Waffe von Gordon Freeman. Okay, den Aufzug kann ich wohl nicht mehr nehmen. Zum Glück kann ich hier vielleicht nochmal... Ja, hier ist noch eine Batterie. Sehr morbide. Ganzen kaputten Leichen. So, und dann geht es nach oben. Bitte was? Das habe ich nicht ganz verstanden. Bitte was? Was ist das denn?
sehr zäh. Mit Zähnen im Bauch bis Brust und... Uah. Bestimmt auch gleich wieder auf hier. Nee, tut er nicht. Ja, schauen wir nochmal hier vorbei. Das sind natürlich nur irgendwelche. Das hat übrigens eben einen Lebenspunkt gebracht, auch wenn der Soundeffekt dafür nicht kam. Ah, jetzt stehen die Türen offen. So, dann wollen wir noch mal sehen, wo wir weiterkommen. Also, wir wollen zur Oberfläche, also einmal zurück zum Zug. Schauen wir mal hier. Alarm. Der Computer ist wirklich hinüber. Nun gut, schauen wir mal hier rein. Okay, das hätte ich mir sparen können. Schnell weg hier, bevor er alles in die Luft fliegt. Hier. Ja. Ich habe ihn von seinem Leiden erlöst. Bin ich gut im Schießen, wie man sieht. Deswegen spiele ich das Spiel auch auf leicht. Diese Druckwelle macht mir Schaden. Das ist der Grund, warum ich abhaue, wenn die das machen. So. Dann schauen wir mal. Das klingt auch nicht toll. Was haben wir denn hier drin? Nur ein Heilungsding. Wo war das? Ah, hier. Munition. Dann schauen wir mal, um da wieder rauszukommen. Auf der anderen Seite müssen wir hier hin und vorher das Wasser hoch machen. Das Wasser, das wäre hier. So.
Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, ein großer... die Stelle. Okay, ja, ich kenne das Spiel ja schon. Jetzt müssen wir jetzt mit dem Aufzug runterfahren. Und hier kommen jetzt ständig... wenn ich mich nicht irre... diese Viecher runter. Die heißen übrigens Headcrabs, weil sie aussehen wie Krabben und die auf den Kopf springen. Sieht man auch schon eine Maßnahme, die sie gemacht haben, um das Spiel nicht so schnell wieder zum Laggen zu bringen. Und zwar die Leichen der Gegner verschwinden nach einer Zeit. Es kommen nur leider immer neue dazu. Ja, super. Dann müssen wir halt außen rumgehen. Einmal hierhin, einmal dahin und durch den Ventilationsschacht. Oh, scheinbar. Diese komischen Viecher sind sich also nicht ganz grün. Das große Vieh macht die kleinen platt. Jetzt schießt's auf mich. Ich schieß mal zurück. 5 Schüsse haben gereicht. Ja, die sind hier überall. Dann lieber mal speichern und ab ins Wasser. Wir wissen alle, Wasser dämpft einen Sturz ab. Das weiß man ja schließlich schon, wenn man Minecraft spielt. Auch wenn Minecraft natürlich viel neuer ist als dieses Spiel. Die lassen wir mal hinter uns und schauen, was sich hier so verbirgt. Oh, super. Eine Stelle, bei der man beweisen kann, dass man gut springen kann. Also wieder speichern, weil ich üblicherweise 20 Mal daneben hüpfe. Mal, wie gesagt, dass hier sehr, ja, der Boden scheint hier sehr rutschig zu sein. So. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ein Aufzug, damit kann ich nach oben fahren. Super. Hoch, bitte. Thank you.
Okay, also in die Nähe von diesem Stromkabel will ich nicht kommen. Das macht mit mir genau das, was es mit den Viechern macht. Mal schauen, ich habe ihm gespeichert, ob ich hier hin kann, ohne getroffen zu werden. Da ist nichts. Ja, also dann los. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Ja. Ein Schlag von dieser Größenordnung ist extrem unwahrscheinlich. Dann schauen wir mal. Das ist das Licht, ne? Ich guck mal, ob ich da vielleicht nicht rein muss. Ich habe volle Energie. Storage. Noch mehr Kakerlaken. Also gegen die ist tatsächlich meine Crowbar das Beste. Die Pumpgun ist gegen diese komischen Zombies gut. Aber ich habe schon volle Energie. Gucken wir mal, ob da unten noch irgendwas ist. Nix. Energie. Und Heilung. Ich muss scheinbar wirklich hier rein. Ich will nicht in das bestromte Wasser hineingehen. Du auch nicht, ja? Licht aus. So, Strom weg. Müssen wir den Ducksprung machen und jetzt warten, bis die Todes-Sound-Animation fake ist. Hier müssen wir die Duckentaste gedrückt halten, ansonsten werden wir geköpft. Und wir sind auf der anderen Seite von diesen Türen hier und können sie aufmachen. Sehr schön. Ja, die zu treffen ist mitunter in dem Spiel noch etwas hakelig. Aber genau deswegen spiele ich auch auf einfach. Weil ich da nicht so gut drin bin. Wir erinnern uns, wir können eine Kiste schieben. Und wir können sie auch ziehen. So. Wow, schießt das die Kisten rüber. Also Kisten zu ziehen ist, ja, keine gute Idee. Nicht sonderlich genau im Ziel. So, noch an die richtige Stelle schieben, so.
du. Stellt sich dahin. Und jetzt kann ich hier. Ja, yep. Hier durch. Sehr schön. Oh. Okay, eine Selbstschussanlage. Einmal speichern. Okay, wir können da unten. Da unten drunter ist so eine Kiste. Das ist bestimmt der Schalter zum Ausschalten. Ja, hier ist der Schalter zum Ausschalten. So. Munition. Davon hat man immer zu wenig. Ja, der Weg zurück. Ja, hier war doch eben noch ein Headcrab. Na egal. So, Munition für die Pumpgun. Und dann gucken wir, was weitergeht. Sektor D, Administration 2. Dem helfen wir mal. Oh. Er braucht keine Hilfe. Ein Horror weniger auf dieser Welt. Stimmt. Unsere Chancen stehen besser, wenn wir uns zusammentun. Macht sich bestimmt gut in meiner Trophäensammlung. Die sind zäh. Nachladen. Ich höre noch Gegner. Die meine ich nicht. Die macht der platt. Wer damit? Ja, Entschuldigung, ich habe ein wenig gebraucht. Guck mal, hier ist noch ein bisschen Moon. Hier sind immer noch welche. Ich höre sie ja reden. Mit ihren komischen Stimmen. Nun gut. Ah. Mann, hast du den Schuss gesehen? Ob ich wirklich nach oben will. Was ist, wenn die Welt rausfindet, was wir hier unten gemacht haben? Hm. Was meinen Sie? Sollen wir hier ein bisschen warten? Ich glaube, hier nicht. Jetzt müssen wir gucken, wo es weitergeht. Ich würde sagen, hier, wo Exit steht. Sie arbeiten im Labor für anomale Materie. Ja, ich erkenne Sie wieder. Tja, da gehen unsere schönen Zuschüsse hin. Selbstschussanlage. Hast du die Selbstschussanlage kaputt gemacht oder was? Okay. Hat der mal die Selbstschussanlage zerschossen? Sammlung.
Eine explosive Kiste. Okay, unser Freund mit der blauen Weste kommt nicht mehr mit. Schauen, was sich hier verbirgt. Oho. Ah, hier ist ein Ding kaputt, da können wir durch. Kabel hat mir weniger gemacht, als ich erwartet habe. Aha, hier sind wir jetzt. So, so. Mal weiter. Außenrum. Durchschlagen. Muss mal so. So, und dann hier durch. Oh. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Das klingt nach diesem großen Vieh, was dieses grüne Zeug gespuckt hat. Ich würde da ungern hingehen. Mich jetzt hier raus. Wir haben gespeichert. Ich probiere es mal mit einer Granate an der Tür. Okay, das kriegen wir kaputt. Aber durchkommen wir hier nicht. Ich würde sagen, wir gucken mal nächstes Mal. Die letzte Folge war ja etwas länger. Wir gucken nächstes Mal weiter. Und ich mache jetzt erstmal für heute Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, miau.